Wir von der Firma Böttinger Landtechnik suchen für den Herbst 2021 rund 20 neue Lehrlinge. Was man nicht willst du für einen Lehrlingsfilm, hä? Ja. Moin, was macht's denn ihr Liebs? Ja, ein paar technische Zeichnungen hat das halt nicht drauf. Ich mach es halt genauer. Ein Traumhaus nach dem anderen. Geschaffen mitunter von den Lehrlingen des Haager Unternehmens Gimbökhaus. Für uns ist die Lehrlingsausbildung wirklich ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist, wenn man sieht, die jungen Leute von der Schule weg, wie sie sich dann innerhalb von 2-3 Jahren zu wirklich selbstständigen Fachkräften entwickeln. Wenn du Interesse an dem Lehrberuf Holzbauer bzw. Fertighausbauer hast, dann hör jetzt genau hin. Fertighaus werden einfach Wände fertiggestellt in Riegelbauweise, wie es bei uns ist. Die werden beplankt, werden ausgedämmt, haben Installationen schon drinnen und werden in ganzen Elementen auf die Baustelle geliefert, die dann natürlich dann aufgestellt werden. Das ist das Schönste, was es gibt. Du kommst mit leichten Leuten zusammen, mit den Bauherren, Baufrauen. Die Aussicht, was du hast am Tag oben, einfach die Arbeit, was du hast. Du musst einfach mit Naturprodukten arbeiten, es geht schneller. Für die Leute, die schnell wetzen wollen, ist es optimal. Und in einer Schnelligkeit von maximal 4 Lehrjahren lernst du quasi alles rund um den Hausbau. Das ist das Spezielle beim Berufsbild Fertighausbauer, der wirklich vom Bauen selber, vom Hausbauen bis über die Innenausstattung alles lernt bei uns. Was so viel bedeutet wie? Jeder Lehrling kann sich, wenn er ausgelernt hat, sein eigenes Haus bauen. Und das ist aber scheint. Auch Verena hat bei Gimbökhaus ihren Traumberuf gefunden. Mir taugt einfach ganz besonders die abwechslungsreiche Arbeit, dass ich auch meine Ideen in die Arbeit einbringen darf, die Kreativität daran. Das Ziel ist, dass die Leute selbstständig werden, nach der Lehrabschlussprüfung dann auch vielleicht weiterarbeiten, bis hin zum Zimmermeister, der jetzt das Studium macht. Bei Gimbökhaus stehen dir für eine fundamentale Zukunft also alle Türen offen. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Kerstin Lechner. Time to Shine. Mom-Shaming. So wehren sich Mütter gegen Kritik. Und Bauen mit Holz. Natürlich schön und zeitlos. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Dein digitaler Berufserlebnistag im Bezirk. Am 26. November. Informiere dich und finde deine perfekte Schule, Lehrausbildung oder Studienrichtung. Einfach QR-Code scannen oder den Link gr.jugend-und-beruf.info verwenden. Wir freuen uns auf dich. Bettenammerer ist bekannt für seine große Auswahl an schönen Bettwäschen für ein kuscheliges Schlafvergnügen. Es ist nun die Zeit, in der bei Bettenammerer die beliebte Bettwäsche-Umtauschaktion zugunsten der Caritas beginnt. Wir haben die letzten Wochen, Monate sehr viel Solidarität erlebt. Dafür ein herzliches Dankeschön. Wir bitten auch jetzt wieder um Solidarität für arme Familien, denen es nicht so gut geht, die nicht so gut durch die Zeit kommen und wo sie nicht wissen, wie die nächsten Monate werden. Wenn sie eine alte Bettwäsche haben, wenn sie es nicht mehr brauchen, bringen sie es zu uns. Wir sammeln es, wir waschen es, wenn es nötig ist, bringen es zur Caritas und die verteilt es. Und als Dankeschön von unserer Seite kriegen sie auch noch bis zu 10 Euro auf eine neue Bettwäsche. Also gönnen Sie sich eine neue, kuschelige Bettwäsche und tun Sie hilfsbedürftigen Menschen etwas Gutes. Machen Sie mit bei der großen Bettwäsche-Umtauschaktion und besuchen Sie eine der 11 Ammerer-Filialen. Bettenammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Mauthausen, Kirchdorf, Mattighofen, Everding, Bad Hall und Salzburg. Wir von der Firma Böttinger Landtechnik suchen für den Herbst 2021 rund 20 neue Lehrlinge. Sei auch du dabei!
Die Lehre zur Industriekauffrau ist voll abwechslungsreich, da wir alle 10 Wochen die Abteilungen wechseln. Zu unseren Aufgaben zählen alle Tätigkeiten, die im Büro anfallen. Angefangen von Rechnungen buchen, zu Bestellungen anlegen und Telefonaten mit Kunden. Ich lerne Konstrukteur im 4. Lehrjahr. Zu meinen Aufgaben gehören das Konstruieren von Sämaschinen. Aber ich sitze nicht nur den ganzen Tag vor dem PC, sondern bin auch mit unserem Versuch am Feld und schaue mir unsere Maschinen an. Ich habe mich für die Firma Böttinger entschieden, weil man da aus 15 verschiedenen Lehrberufen wählen kann. Dabei habe ich mich für den Maschinenbautechniker entschieden. Durch meine vorgehende Ausbildung in der landwirtschaftlichen Fachschule habe ich ein Lehrzeitjahr angerechnet gekriegt. Warum ich für die Firma Böttinger entschieden habe, ist das, dass wir ein großes Lehrlingsteam sind und wir haben sehr viele Aktivitäten, wie zum Beispiel die Lehrlingsweihnachtsfeier, Outdoor-Trainings und einen eigenen Lehrlingsausflug. Mir gefällt bei der Lehre bei Böttinger, dass wir immer in spannende Projekte mit eingebunden sind, wie unserem Lehrstellenfestival. Und wir eine super Betriebskantine haben, wo nicht nur das Essen top ist, sondern auch die Leute. Wir bei der Firma Böttinger haben zahlreiche Benefits. Unter anderem das freiwillige Auslandspraktikum im 2. Lehrjahr. Jeder Lehrling hat bei uns die Chance, dass er Lehre mit Matura macht. Dazu kriegen wir noch sehr gute Prämien für erbrachte Leistungen. Wir sind mehr als 70 Lehrlinge. Böttinger ist ein großes Unternehmen und bietet viele Möglichkeiten an. Du hast eine gute Chance auf die fixe Übernahme nach der Lehrzeit. Informiere dich über die offenen Lehrstellen auf unserer Homepage. Sei dabei! Weihnachtsstern und Christrose, blühende Adventklassiker und tausende Artikel für Weihnachten. Gärtnerei Dobetzberger, die Erlebnisgärtnerei in Wels. Grüß Gott, ich bin der Josef Meutzer. Wir sind da auf unserem Bauernhof in Brandhof in Gemeinde Schlüsselberg. Ich möchte euch jetzt unsere hofeigene Kapelle vorstellen und später dann in 300 Jahren Getreidekosten. Die Hofkapelle, so wie sie jetzt ist, war nicht immer so. Früher war es ein Brotbackofen und noch früher, das weiß ich nur aus Erzählungen, das weiß ich selber nicht mehr, war da ein großer Aufenthaltsraum für die Dienstboten bei Schlechtwetter. Und jetzt seit 20 Jahren vielleicht. So die Kapelle, wie es jetzt ausschaut. Die Einrichtung ist im Regen gestanden und dann habe ich gefragt, ob ich es kriege. Genau einer passt auf 1 cm. Und wir haben auch schon Mai und 8, wenn es regnet, dann gehen wir da rein, im kleinen Rahmen. Und wir haben auch vor kurzem eine Taufe gehabt. Und so gehe ich persönlich halt da einmal hin und wann rein, wenn es mir nicht so gut geht. Und dann wird es da rein wieder besser. Ja, und jetzt schauen wir zum Tragkasten runter. Da steht er. Er ist nicht immer da gestanden, sondern er war da 30, 35 Meter hervor. Die Gemeindestraße ist verlegt worden. Jetzt haben wir ihn da runtergeschleppt. Der Tragkasten, er ist 1720 gebaut worden. Ist heuer 300 Jahre. Es war ein Speicher für wichtige Sachen, die man dazu mal gehabt hat. Getreide zum Beispiel im ersten Stock. Hier unten ein kleiner Teil auch Getreide, das Einkorn. Auf der anderen Seite ist die Schnapstruhe gestanden. Brot ist so umgehängt auf ein Regal, dass keine Maus dazu hat. Speck, Mehl, die hat man dann mit der dicken Tür zusperren können, mit einem großen Riegel, damit da ja niemand reinkommt, weil es eben wertvoll und überlebenswichtig war zu der Zeit. Das ist zum Beispiel der Türriegel. Und da, wenn man schaut, sind überall. Je nachdem, wer das Getreide eingetragen hat, für die Knechte oder der Bauer. Der Bauer wollte am Abend wissen, wie viel Säcke haben wir gehabt. Und so sieht man oben und unten verschiedene Arten von Sträucherl und auch Namen dabei, die schon recht verblasst sind. Und wer einen Schlüssel gehabt hat, der ist nicht im Original, den halt nachgemacht, hat in den Tragkasten reingehauen. Über das Loch hat man eingegriffen, dass man den großen Schuhwurf zeittauchen kann.
dem Fall ist da kein Schuber, sondern ein Dirl. Dasselbe wieder mit dem Schlüssel. Auch da sind die Striche von dem, der es aufgetragen hat, überall eigentlich. Es war eben bescheidene Ernte, war das immer, denke ich mir. Kostbar. Ganz anders als heute. Die Säcke hat man befüllt mit so einer Schaufel, das eigentlich keine Schaufel ist. Weil da hat man leicht den Sarg rein können. Und man sieht, man hat keine Ei gemacht, man hat es wieder repariert. So armselig war eigentlich die Zeit. Ja, da oben ist Getreide gelagert worden. Auch zum Beispiel der Hafer für die Trost. Von da weg hat man sich in den Sack gefüllt und ist zum Möhner. Da ist der Nachbar, ist der Möhner. Der hat das Wollen, man hat gleich gewartet drauf und hat das Mehl und die Fleiben mit heimgebracht. Und als Lohn hat er eben ein bisschen Getreide gekriegt. Diese Töpfe, die man bei uns überall stehen sieht, als Dekoration heute. Früher hat man es gebraucht, dass man Fett und das Fleisch eingegossen hat. Die Töpfe sind auch da am Hof brennt worden, darum heißt es ja vermutlich Brandhof. So, und jetzt möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei euch, dass ihr Interesse gezeigt habt. Ich muss weiter am Bauernhof, es gibt viel Arbeit. Für gut. Tischler ist einfach ein super Beruf, man hat voll viele Möglichkeiten, es ist flexibel, man tut jeden Tag fast was anderes und es ist einfach super mit Holz zu arbeiten. Es kann immer was schief gehen, das heißt, du hast auch immer ein bisschen Adrenalin, weil zum Beispiel gestern habe ich Tieren gemacht, die sehr teuer sind und hätte ich da was falsch gemacht, ja. Ich bin einerseits in der Firma und lerne dort relativ viel und andererseits fahre ich auch viel auf Montage, komme ein wenig aussehen. Ich komme zu verschiedenen Leuten und auch, dass ich dann das Endprodukt dann auch vor mir habe und den ganzen Ablauf halt dann einmal durchgehe. Also ich mag das voll gern, wenn ich am Ende vom Tag sehe, ich habe was geleistet, ich habe was hinter mir gebracht, ich habe das selber einfach auf drei gebracht und da geht man einfach mit einem guten Gewissen und fertig ins Bett. Es gibt den Tischler, der hat 3 Lehrjahre und den Tischlereitechniker mit 4 Lehrjahren. Der Tischlereitechniker, da gibt es wieder 2 verschiedene Schwerpunkte, nämlich die Produktion und die Planung. In der Produktion konzentrierst du dich eher auf Maschinen, auf das Programmieren der Maschinen, wie du zum Beispiel ein Kastel zum Zusammenbauen hast und die verschiedenen Verbindungsmittel. Planung heißt, ich spezialisiere mich eher auf das Computerzeichnen, die Detailzeichnungen. Ich entwirf das Ganze, ich habe praktisch einen Raum vor mir, kann die Möbel einstellen, verrucker links, rechts. Gehe mit dem Entwurf zu den Kunden, sage, passt ihnen das nicht. Und danach werden die ganzen Massen gemacht. Der Vorteil dieser Lehre ist, man ist sehr breit aufgestellt, man hat sehr viele Möglichkeiten, der Beruf ist sehr interessant, arbeiten mit Holz ist voll toll und ich darf es immer wieder machen.
Als Lehrling gehört das ja auch dazu, dass du in die Berufsschule gehen musst. Da lernst du halt einige Sachen, die was genau mit Tischler zum Tor haben, also genau das, was mich interessiert. Du lernst einfach den Werkstoff kennen, du lernst die Mittel, mit denen du den Werkstoff bearbeitest, kennen. Du lernst die ganzen Möglichkeiten kennen, die Verbindungen, alles einfach das Grundwissen, was der Tischler einfach unbedingt braucht. Ja, die Berufsschule Grimms-Münster als Partner in der dualen Ausbildung macht natürlich immer mehr die Erfahrung, dass bei uns Schüler, die vorher vielleicht im Berufsleben und im Schulleben nicht so erfolgreich waren, aufgrund der Interesse und der Liebe zum Holz und auch zu der Technik, die jetzt bei uns auch im Sinne der CNC-Technik Einzug gefunden hat, dass sie einfach aufblühen und dann wirklich auch Freude am Lehrberuf haben und dann auch wirklich die Ergebnisse dementsprechend gut sind. Das Besondere ist einfach, du kannst bei der Lehre einfach was erfinden, was vorher nicht gibt. Du kannst deine Kreativität voll freien Lauf lassen und es gibt nichts Besseres als die Gesichter von Leuten, die was kriegen, auf was sie sich voll gefreut haben. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du nachher gleich siehst, dass einer voll gefällt und dass du einer Freude gemacht hast mit deiner Arbeit. Starte Lehre als Tischler oder Tischlereitechniker und lebe dein Talent. ÖVP-Bezirksobmann Peter Oberlehner freut sich, dass ab dem kommenden Schuljahr auch den Grisskirchner Schülern Laptops und Tablets zur Verfügung stehen. Everdings-Bezirksparteiobmann Jürgen Höcker appelliert an die Schulen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Der Sozialhilfeverband Grisskirchen erhöht in den kommenden 2 Jahren die Tagesbetreuungsplätze für die Betreuung und Pflege älterer Menschen. Nicht nur im Bezirk werden die Qualität und das Tierwohl bei Bio-Weidegänsen großgeschrieben, so Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Er warnt auch vor Lockangeboten in Supermärkten, wo meist im Ausland aufgewachsene Tiere viel zu günstig verkauft werden. Bei den Feuerwehren im Bezirk läuft die Umstellung vom Analogfunk auf Digitalfunk. Mit Unterstützung der Drehleiter Grieskirchen wurde in Obererleinsbach am Feuerwehrhaus eine Fixstation montiert. Du willst deine Talente entdecken und deine Persönlichkeit entfalten? Ja, dann herzlich willkommen bei uns in der Fachschule Bergheim. Bei uns lernst du nicht nur aus Büchern, sondern du kannst alles gleich praktisch umsetzen. Egal ob im Internat oder beim Arbeiten mit Kindern, Senioren oder Behinderten, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Gemeinschaft und kreatives Werken und ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Gesundheit und Natur sind uns wichtig. Du kannst nach Abschluss deiner Ausbildung eine verkürzte Lehre, den Aufbelehrgang zur Matura oder Berufsreifeprüfung machen. Im Eco-Design liegt der Schwerpunkt auf Floristik, Raumgestaltung und Textilien gestalten. Oder du entscheidest dich für Gesundheit und soziale Berufe. Diese Ausbildung ermöglicht dir den direkten Berufseinstieg in Gesundheits-, Pflege- und Wellnessbereich. Also los, informier dich, was dir bei uns in Bergheim alles erwartet. Wir freuen uns auf dich. Stressfrei, ruhig und mit voller Blütenpracht. So präsentiert sich die Kleingartenanlage Kreuzmeier in Bad Schallerbach. Alle Parzellenbesitzer sind Mitglieder im Verein der Gartenfreunde. Ja, wir sind die Siedlergemeinschaft Bad Schallerbach. Wir sind ein eigenständiger Siedlerverein oder Gartenfreundeverein in Bad Schallerbach mit so ca. 110, 120 Mitgliedern. Also ein kleiner und feiner Verein, der seinen Mitgliedern viele Vorteile rund um das Thema Garteln bietet. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, durch die Mitgliedskarte Rabatte bei gewissen Betrieben einzufordern. Das ist ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, der was in Zukunft auch immer wichtiger wird, sind die Workshops oder auch die Vorträge.
oder Ausflüge zum Thema Garten, weil die junge Generation beschäftigt sich in den letzten Jahren natürlich irrsinnig intensiv mit dem Thema Garten. Wo könnte man dieser Leidenschaft besser frönen als in dieser Kleingartenanlage? Bietet sich natürlich an, als Kleingärtner bei dem Verein dabei zu sein. Zum einen haben wir den Geräteverleih, den man da nützen kann, weil man ja nicht in so einem kleinen Garten jedes Gerät sich selber anschafft. Das geht an vom Vertikutierer für den Rasen bis hin zum Anhänger, den man nur hin und wieder braucht. Und es geht so weit, dass man sogar ein Gerüst einmal braucht zum Streichen von den Wänden. Ein wichtiger Punkt sind die Workshops, die von den Gartenfreunden angeboten werden. Beispielsweise zum Thema Hochbeet. Da können alle Mitglieder kommen, alle Freunde kommen, alle Interessierten kommen natürlich. Das ist nicht nur der elitäre Kreis der Mitglieder, sondern da dürfen andere dazu stoßen. Wird ganz gern angenommen natürlich, weil viel ist das einfach Learning by Doing. Und dann geht es einfach los. Da helfen wir alle zusammen. Jeder übernimmt ein wenig was, schrauft, schaufelt, setzt an. Gierst und dann ist die Sache fertig und man gibt halt dann ein paar schriftliche Unterlagen, dass man für daheim auch irgendwas zu nachlesen hat. Wir haben Fachvorträge, die uns Hobbygärtnern ein wenig helfen, dass wir zum Beispiel den Rosen schön hinbringen oder dass wir Rosen dementsprechend schön und gut gestalten können. Unter Gartenfreunde ist man dann ab und zu sowieso in Kontakt, weil das eine oder andere, wo man mal ein bisschen irgendwelche Tipps, die man braucht und so, da kommt man schon mal zusammen und dann quatscht man sich ein bisschen drüber und tauscht sich ein bisschen aus. Die kleinen Gärten mit Häuschen sind alle mit Strom, Wasser und Kanalisation versorgt. Bei der Gestaltung des Gartens haben die Mieter freie Hand. Es gibt keine Regeln, dass man sagt, man muss jetzt dann Schrebergarten so betreiben, dass man Gemüse anpflanzt. Es geht hier vom Relaxgarten bis zum reinen Gemüsegarten alles. Das heißt, man kann da am Abend herkommen, der Rosenroboter hat die Wiese schon gemäht, man braucht sie nur noch in den Liegestuhl legen und kann den Garten genießen. Oder eben darin werkeln und der botanischen Kreativität freien Lauf lassen. Man kann sich auch ein bisschen weiterentwickeln, was das anbelangt, dass man sagt, ja, generell in der Natur sich befinden, ich finde einfach, dass das ein Riesengewinn an Lebensqualität ist, wenn man einen eigenen Garten hat und sich dort aufhalten kann und sich dort ein bisschen verwirklichen kann. Die Leidenschaft vom Garteln ist ganz einfach, ich sage, dass man dann ein Ergebnis bekommt, so oder so. Also entweder wird es schön oder es gelingt nicht so. Aber das ist dann wieder der Ansporn, dass man es das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders macht. Und dann freut man sich einfach darüber, dass, wie gesagt, dass man es dann schön hat im Garten. So kann man mit den Vereinskollegen den Feierabend in der Kleingartenanlage in vollen Zügen genießen. Konsequentes Wirtschaftswachstum, Höchstbeschäftigung, Rekordwertschöpfung im Export, Nullschuldenpolitik. Das war Oberösterreich Anfang März dieses Jahres. Dann kam Corona. Konjunktureinbruch, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Das Covid-19-Virus hat Oberösterreich die größte Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg beschert. Alles tun, um die Krise gemeinsam zu bewältigen, seit März die Devise der Landesregierung. In Oberösterreich tun wir jetzt das, was das Land genau jetzt braucht. Nach einem Soforthilfepaket für den Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort und auch einem Hilfspaket für die Gemeinden haben wir jetzt unseren Oberösterreich-Plan auf den Weg gebracht. Sehr geehrte Damen und Herren, wir in Oberösterreich tun alles, um diese Krise, in der wir alle miteinander leben, gut zu meistern. Der Oberösterreich-Plan umfasst 1,2 Milliarden Euro. Diese Summe nimmt das Land bis 2025 zusätzlich in die Hand, um Oberösterreich wieder stark zu machen. Der Oberösterreich-Plan ist ein Versprechen, besser noch die Einlösung eines Versprechens. Ein Versprechen, dass wir um jeden Arbeitsplatz und jeden Betrieb in unserem Land kämpfen werden. Wir alle wissen, die Krise fordert uns gemeinsam. Aber Oberösterreich tut etwas dagegen,
kraftvoll und konzentriert. Das heißt für Landeshauptmann Thomas Stelzer, investieren. Mit klaren Schwerpunkten sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden. 130 Millionen zusätzlich gibt es für die Bereiche Arbeit, Beschäftigung und Forschung. 401 Millionen für Gesundheit. 449 Millionen für Infrastruktur. 85 Millionen für zusätzliche Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung. 45 Millionen gibt es für die Bildung, 50 Millionen für den Wohnbau, 20 Millionen für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ökologisierung, 13 Millionen Euro gehen in die Kultur, 15 Millionen in die Landwirtschaft und 10 Millionen in Sportstätten. Damit jetzt bestehende Arbeitsplätze gesichert, neue geschaffen werden und Oberösterreich dann, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, anderen Regionen gegenüber einen Vorsprung hat. Wir investieren in eine moderne und sichere Infrastruktur. Wir setzen auf Klimaschutz und auf öffentlichen Verkehr. Wir stärken die Landwirtschaft und modernisieren unsere Schulen und Kinderbetreuungsangebote. Wir investieren in die Gesundheitsversorgung und beschleunigen den Ausbau der schnellen Internetverbindungen. Wir investieren in alle Bereiche und in alle Regionen unseres Landes. Entwickelt wurde der Oberösterreich-Plan in einem Beteiligungsprozess. Alle Landtagsparteien, die Sozialpartner und Experten aus unterschiedlichen Themengebieten, aber auch Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher konnten sich einbringen, online, den Corona-Schutzmaßnahmen entsprechend. Ich glaube, unsere Hauptherausforderung ist, dass wir einfach lernen und respektieren und uns auch daran gewöhnen, dass das Virus uns noch länger begleiten wird und dass wir aber so sicher und gut damit umgehen müssen, dass wir gleichzeitig uns nicht die Lebensfreude nehmen lassen, so gut es geht, und auch nicht den Schwung in der Wirtschaft und im Arbeitsleben. Viele fürchten um ihren Arbeitsplatz und damit eine Verschlechterung ihrer Gesamtsituation. Darum sei es gerade jetzt wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, so der Landeshauptmann. Jetzt muss unser Ziel sein, die noch kurz arbeiten, ungefähr 65.000 Leute in Oberösterreich, die müssen dann nach der Kurzarbeit wieder in Arbeit kommen. Und wir haben mit den Sozialpartnern beraten, wie das geht, welche Investitionen man braucht, welche Rahmenbedingungen für Schulungen und Stiftungen und so weiter. Und es ist ein gutes Zeichen, dass da alle bereit sind, mit anzupacken. Die Corona-Krise zeige aber auch auf, dass Oberösterreich in vielen Bereichen gut dasteht und Stärken hat. Beispiel Landwirtschaft. Regionale Produkte sind bei den Konsumenten in den Fokus gerückt und damit die eigene Versorgungssicherheit. Weil wir quer durch all die Bedürfnisse des täglichen Lebens regional gesichert hochqualitativ Produkte haben. Die Ökologisierung, auf die Oberösterreich immer schon gesetzt hat. Wir haben in dem Bereich ganz, ganz viele Wirtschaftszweige, die entstanden sind. Und beispielsweise auch die Digitalisierung. Dort haben wir begonnen, in den letzten Jahren kräftig zu investieren. Da werden wir aber noch mehr brauchen, weil das schnelle Internet ist noch nicht überall so schnell, wie es nach unserer Auffassung sein sollte. Und das sind neben vielen anderen Dingen einfach Stärken, wo wir schon unterwegs waren, die uns auch jetzt helfen werden. Leben in Oberösterreich bedeutet für viele auch Geselligkeit. Die leidet neben der Gesundheit und der Wirtschaft am meisten unter der Pandemie. Viele Vereine müssen ihre Veranstaltungen absagen. Es fehlt das Geld in der Vereinskasse, ebenso im Kulturbereich. Das Land investiert im Rahmen des Oberösterreich-Plans 23 Millionen Euro in Kultur und Sport. Wir leben davon, dass die Vereine unser Gemeinschaftsleben gestalten. Wir werden das auch wieder dringend brauchen. Der Zusammenhalt, der durch dieses Vereinsleben einfach in unserer Gesellschaft quasi Grundstimmung ist, von dem zehren wir ja jetzt auch in dieser schwierigen Phase, und darum braucht es dort auch die Unterstützung. Corona kostet also viel Geld und belastet das Landesbudget. Bis 2025 fehlen fast 2 Milliarden Euro Ertragsanteile. 385 Millionen alleine im Corona-Jahr 2020. Die Schuldenbremse der vergangenen Jahre muss jetzt ausgesetzt werden, ist aber die Grundlage dafür, dass jetzt investiert werden kann. Wir haben in guten Zeiten gespart und Rücklagen gebildet. Deshalb haben wir jetzt die Kraft, wirkungsvoll zu helfen. Jetzt ist die Zeit gekommen. Wir wollen Oberösterreich wieder stark machen. Gemeinsam.
Grüß euch, ich bin der Johannes Karrer, Geschäftsführer der Liederregion Sauwald-Brandau. Und ich zeige euch heute unsere Region und erzähle euch ein bisschen was über Lieder. Regionsarbeit spielt sich draußen ab. Kommt mit, ich zeige euch jetzt ein paar Projekte. Liederprojekte sind mit Eigenverantwortung verbunden. Das heißt, wir haben Bottom-up-Projekte in der Region. Die Leute kommen mit ihren Ideen zu uns und wir unterstützen das dann mit Liedermitteln. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Fichtenstein zum Hofladen, einem interessanten Liederprojekt. Grüß euch! Bei uns im Fichtensteiner Laden gibt es Produkte aus der Region. Nebenbei machen unsere Leute integrative Beschäftigung. Dabei lernen sie Abläufe und Tätigkeiten vom Einzelhandel. Bei uns kaufen die Leute gerne. Wir kriegen auch immer wieder sehr viel positive Rückmeldung und das ist natürlich gut für den Selbstwert. Ich bin froh, dass wir das Projekt so zustande gebracht haben mit Unterstützung von der Region Lieder und freue mich immer wieder auf einen Einkauf, wo ich mit Herzlichkeit empfangen werde durch das Personal, das was mit einem großen Engagement da immer wieder tätig ist. Ja, jetzt habt ihr gesehen, dass Lieder ein wichtiges Instrument ist zur Stärkung des ländlichen Raums. Mit diesen Projekten sieht man, dass ein Miteinander und eine Zusammenarbeit in der Region sehr wichtig ist. So, und jetzt schauen wir noch weiter zum nächsten Projekt, das einen kulturell-historischen Hintergrund hat. So, das ist also jetzt unser Getreidestampf. Mit dem hat man früher Getreide zermahlen, zerstampft, damit man für die Nahrung was gehabt hat. Gott sei Dank kann man diese Kulturtechnik erhalten und möglich ist es deswegen geworden, weil uns Lieder da als Partner gut unterstützt. So, jetzt habt ihr einiges gesehen aus der Region. Wenn ihr von da seid, kommt zu mir und zur Idee habt, vielleicht machen wir ein Projekt draus. Wenn ihr von außerhalb seid, dann besucht uns einmal. Es zahlt sich aus, es gibt viel zu sehen. Der Oberösterreicher, das hochwertige Magazin für den Mann. Lesen Sie jetzt. Am Cover Florian Hüttaler, fleischverliebt. Und Ferdinand Wegscheider, wenn der Name Programm ist. Der Oberösterreicher, jetzt neu im Zeitschriftenhandel. Die Natur birgt viele Schätze. Die Naturschule St. Veit im Innkreis hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese nicht nur wertzuschätzen, sondern auch für den eigenen Gebrauch nutzbar zu machen. Den Verein gibt es jetzt 20 Jahre. Den hat die Hertha Tiefenthaler gegründet. Ganz am Anfang war ein Heckenlehrpfad. Mit dem hat es eigentlich angefangen. Und daraus hat sich dann klarweise die Naturschule entwickelt, wo dann Kurse jetzt mittlerweile schon regelmäßig stattfinden. So kommt man im Jahr auf rund 20 Kurse. Die Themen sind dabei sehr vielschichtig. Und wir einfach versuchen wollen, dass wir die Leute einfach wieder vermitteln, was man aus der Natur als für Schätze gewinnen kann und was man mit denen eigentlich dann macht, ob man es jetzt zum Essen hat oder ob man das bastelt damit oder ob man sie einfach, ja, einfach zum Wohlfühlen, sage ich jetzt mal, was Gutes tut. Etwas Gutes für den Körper steht auch bei diesem Kurs auf dem Programm. Hergestellt werden ätherische Öle. Man kann im Grunde jedes Kraut oder jede Blüte destillieren und kriegt eben dann unterschiedliche Ergebnisse. Lavendel zum Beispiel, getrocknete Blüten, die ergeben ein ganz tolles ätherisches Öl. Und das kann man dann richtig abschöpfen und verwenden. Die Einsatzzwecke dieser selbst hergestellten Öle sind vielfältig. Ätherische Öle werden hauptsächlich dann
verwendet für Duftlampen, für Raumsprays. Aber man kann es natürlich auch in der Aromatherapie anwenden, die natürlich einen ganz tollen Effekt auf die Psyche und auf die Seele haben, was auch sehr wichtig ist in einem Heilungsprozess. Hydrolate können in der Küche verwendet werden. Das ist auch noch so eine Nische, die eigentlich ganz toll ist. Gutes für sich und die Natur tun. Das waren die Intentionen zur Gründung des Vereins Naturschule. Ich sage jetzt mal, wir am Land haben ja den Luxus, dass wir in der Natur leben und dass wir das auch sehen und wirklich den Nutzen auch daraus ziehen können. Und ich glaube, das ist gerade heutzutage ganz besonders wichtig, dass man dann wieder auch so altes Handwerk und alte Einkochmethoden zum Beispiel, wie uns Mama früher gelernt hat, auch wieder einmal aufleben lässt und wieder mal schaut, wie das eigentlich vielleicht ganz einfach geht und man stellt sich das aber ganz schwierig vor. Der kleine, aber feine Verein erreicht mit nur rund 60 Mitgliedern in seinen Kursen immerhin viele Menschen. Und das nicht nur aus der Region. Ein Multiplikator sind vielfach soziale Medien. Dadurch, sage ich jetzt mal, haben wir einfach auch wirklich Leute in der Naturschule, die, sage ich jetzt mal, von Vorarlberg bis Wien oder auch über die Grenzen hinaus nach Deutschland dann zu uns finden. Und das freut uns eigentlich ganz besonders, dass wir dann doch schon ein bisschen einen Radius mittlerweile abdecken können. Gerade die Themenvielfalt der Naturschule ist die Stärke des Vereins. Da sind auch ganz viele junge Leute zu uns gekommen, die sich einfach mit dem wieder beschäftigen möchten und wissen möchten, was in ihrem Lebensmittel so drinnen ist, was man isst und was man gerne am Grill legt, wo man sich selber, ich sage jetzt einmal, ein Brot machen kann oder eben einen Frischkäse machen kann, einen Joghurt machen kann und man nicht immer auf einen Supermarkt angewiesen ist, weil man die Sachen eh rundherum kriegt, ob man jetzt beim Bauernhof nebenan die Milch kaufen kann oder ob man sie auch dort vielleicht schon, weil die Bäuerin das eh macht, den Frischkäse dort mitnimmt. Man weiß einfach immer, wo das herkommt und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass man die Region dadurch stärkt. Ich finde, das ist einfach so was Hochwertiges und so wertvoll in einer Gemeinde oder in einer Region. Es ist ja für das ganze Innviertel und Oberösterreich ja wichtig, dass das dass so eine Möglichkeit gibt. Und damit sich selbst und nicht zuletzt der Natur etwas Gutes tun. Damit alle gesund bleiben, die Lehrlingsmesse im Bezirk Braunau findet heuer im Internet statt und bietet Tipps und Informationen rund um die Berufswahl, die Lehre sowie über Lehrstellen und Erfahrungsberichte ehemaliger Lehrlinge. Am 13. November kann man ab 9 Uhr auf der Braunauer Lehrlingsmesse online schnuppern. Herzlich willkommen, mein Name ist Josef Wiesenberger und ich darf Sie auf dem Marktplatz in Obernberg begrüßen. Der Marktplatz ist ja weit über seine Grenzen hinaus bekannt, aber die Geschichte dazu, die finden Sie in unserem Heimatmuseum, das ich Ihnen heute gerne zeigen will. Das Heimathaus in Obernberg am Inn wurde 1927 auf die Initiative vom Kaufmann Josef Lang und vom Verschönerungsverein gegründet. 1948 wurde das Museum aus diesem Verein ausgegliedert und der Heimatverein wurde gegründet. In den 1980er Jahren wurde nochmals ein Gebäude dazugekauft und seither haben wir die doppelte bzw. fast die dreifache Ausstellungsfläche. Und heute darf ich Sie durch ein paar geschichtlich relevante Epochen von Obernberg führen. Wir befinden uns hier bei der Vitrine der urzeitlichen und steinzeitlichen Fundstücke aus Obernberg und auch aus der näheren Umgebung. Der Mammutstoßzahn aus dem Baggersee in Mülheim. Und hier sieht man auch Fundstücke wie die Römerpflastersteine aus der Römerstraße von Obernberg, Steinzeitfunde, Steinzeitbeile und Bruchstücke der tausendjährigen Eiche aus Mörschwang. So mancher Besucher Obernbergs wird sich schon mal gefragt haben, woher diese schönen Stuckfassaden stammen.
Diese stammen aus dem Gewerbe der Schiffsmeister. Die Schiffsmeister waren seit dem Mittelalter bis zum Aufkommen der Eisenbahn in Obernberg tätig und waren zuständig für den Salztransport und Warentransport auf dem Inn. Und da diese zum Reichtum gekommen sind, hat der Baptist Modler die Stuckfassaden an diesen Häusern geschaffen. Anhand der verschiedenen Motive war für die Leute sofort erkennbar, welcher Schiffsmeister in welchem Haus gewohnt hat. Dieses Modell stellt ein Schiff der Bauart einer Obernbergerin dar. Dieser Schiffstyp war das größte Schiff, das jemals auf dem Inn unterwegs war. Obernberg hatte damals das Recht, von Laufen bis nach Passau die Waren zu transportieren. Neben der Innschifffahrt gab es in Obernberg natürlich auch viele andere Handwerksberufe, die wichtig waren und von denen es viele heute nicht mehr gibt, wie zum Beispiel die Zinngießer, Gürtler, Wagner und so weiter. Einer der bekanntesten Obernberger war der Pfarrer Anton Reidinger. Er war auch Ehrenbürger von Obernberg. Er hat das Weihnachtslied »Es wird schon gleich dunkel« geschrieben. Reidinger starb während der Christmette im Jahr 1912 und ist in Obernberg beerdigt. Eines unserer interessantesten Stücke ist diese Nepomuk-Statue. Nicht nur wegen ihren zwei Köpfen, sondern der Tatsache, dass sie im Jahr 1860 bei einem Hochwasser angespült wurde. Und seither steht sie jetzt bei uns hier im Museum. Das war ein kurzer Einblick in unser Museum. Geschichte kann man aber in Obernberg an jeder Ecke erleben. Das Land Oberösterreich und Bayern sind gemeinsam für eine neue Salzachbrücke. ÖVP-Abgeordneter Tiefnig und Bezirksrätin Holzner fordern schon lange Ersatz für die alte Brücke Ettenau-Tittmoning. Georg Mendler folgt Franz Zehentner als Bürgermeister in Kirchberg bei Mattighofen. Landwirtschaftskamerad Paul Meislinger folgt Johann Stockinger als Vizebürgermeister nach. Die Riederkicker haben mit Rainer Wöllinger einen neuen Geschäftsführer. Dieser will einen Sportkoordinator installieren und liefert solide Finanzkennzahlen. Roland Daxl bleibt weiterhin im SVR-Vorstand. Trotz Lockdowns bleiben Geschäfte des täglichen Bedarfs in der Rieder-Weberzeile geöffnet. Dazu zählen neben Eurospar auch DM, Müller, Reformstark Martin, Pearl, Seen Wutscher, A1, 3, Rebrunner und Mobile House. Überglücklich wird die kleine Lilly von ihren Eltern im Arm gehalten. Mama Katrin hat sich von Beginn an im Krankenhaus der barmherzigen Schwestern Ried bestens aufgehoben gefühlt. Personal und Schwestern, alle eigentlich sehr freundlich, kann man überhaupt nichts sagen. Okay? Und die Ärzte auch, also es wird alles super erklärt, vom Stühlen her, vom ersten Untersuchung. Mutter Kimpers, also das war schon super. Die Entscheidung, im Krankenhaus Ried zu entbinden, stand für die frischgebackene Mama schon lange im Vorfeld fest. Bei uns waren die Gründe einfach, weil Ried eine Kinderstation hat, die was bei uns in der Nähe leider nicht verfügbar ist. Und wir so froh waren, dass wir nach Ried gegangen sind wegen der Kinderstation, weil wir es dann nachher gebraucht haben. Weil die kleine Maus dann eine Infektion gekriegt hat. Und dann waren wir nur 7 Tage länger herinnen. Und da waren wir eigentlich ganz froh. Das eine ist einmal, dass wir natürlich vor der Geburt schon schauen, passt alles. Das ist einmal wichtig für die Geburt selbst. Und dann ist es so, dass wir das Angebot haben, dass Kinderärzte 24 Stunden am Tag, also sozusagen rund um die Uhr, zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn jetzt nach der Geburt überraschenderweise beim Kind irgendwas wäre, dann stehen die zur Verfügung. Wenn wir schon wissen, es gibt vielleicht ein Problem, dann sind die bei der Geburt schon dabei. Rundumversorgung für Mutter und Kind wird im Krankenhaus Ried großgeschrieben. Bei uns werden alle Kinder in den ersten 24 Stunden nach der Geburt von einem Kinderarzt untersucht. Und dann, bevor die Kinder nach Hause gehen und die Eltern nach Hause gehen, werden die Kinder nochmal untersucht.
wo der gesamte klinische Status untersucht wird. Und wenn da irgendwo was Auffälliges ist, dann können wir jederzeit zusätzliche Untersuchungen machen. Wir können jederzeit einen Herzultraschall machen. Wir können die Kinder, wenn man sieht, die haben einen Infekt, auf der Säuglingsstation aufnehmen und dann von uns auch nach Hause entlassen. In wenigen Wochen ist es bei Heidi Höckner soweit. Die Mutter ins B möchte sich noch einmal umfassend informieren. Ob man sich etwa vor der Geburt im Krankenhaus anmelden muss. Man braucht bei uns im Krankenhaus Ried keine Anmeldung für die Geburt. Funktioniert auch nicht sehr gut, weil die Kinder ja nicht alle am Termin auf die Welt kommen, sondern die einen kommen vielleicht 3 Wochen früher und die anderen kommen 2 Wochen später. Für uns ist es so, dass man nach der letzten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung eine Untersuchung in der Schwangerenambulanz machen, so zwischen der 37. und 38. Woche. In der Ambulanz wird man einfach einmal viel gefragt. Also eine umfangreiche Anamnese ist wichtig, dass man alles weiß von den Müttern. Man macht eine ZTG-Kontrolle, das ist eine Überwachung von den Herztönen. Man macht einen Ultraschall und was ganz besonders ist, glaube ich, dass man so in dieser Zeit die Gelegenheit hat, dass man mit einer Hebamme nur mal quatscht und das beruhigt. Beruhigt eigentlich die Mütter sehr. Wenn eine Frau bei uns zur Aufnahme kommt, dann macht sie die Hebamme ein Bild einmal, worum es, wie es der Frau gerade geht und was eben notwendig ist, ob eben gerade Rasten oder Schlafen nochmal angesagt ist oder ob Bewegung gut tut, Massagen, Duschen, Entspannungsbad, was auch immer gerade passend ist, kommt die Patientin nochmal auf die Station rüber, auf die Geburtshilfe oder wird eben gleich von uns weiter im Kreiszimmer betreut. Väter sind für die Frau sehr wichtig. Oft haben die Väter das Gefühl, dass sie eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Dabei finde ich, ist das genau anders. Auch wenn einem das vielleicht noch Kleinigkeiten vorkommt, dass man jetzt nur das Trinken bringt oder mal den Rücken massiert oder gut zuredet, ist das für die meisten Frauen trotzdem extrem hilfreich. 2 bis 3 Stunden nach der Entbindung kommen Mutter und Kind zu uns auf die Station. Bei uns im Zimmer sind es 24 Stunden gemeinsam. Das heißt, Rooming in, Mutter und Kind können eigentlich alles im Zimmer selbstständig machen, wickeln, Babybad und so weiter. Der Aufenthalt von den Frauen ist so circa 3 bis 4 Tage bei einer Spontangeburt und 5 bis 6 Tage bei einer Sektio. Es ist auch möglich bei uns auf der Station, dass die Väter als Begleitpersonen mit aufgenommen werden. Das hängt aber natürlich immer von den Bettenkapazitäten ab, aber wenn es möglich ist, dann ist das bei uns immer sehr erwünscht. Während die Eltern bei uns sind, zeigen wir ihnen das erste Wickeln, wir unterstützen es beim Babybad. Die Mamas möchte man natürlich gut unterstützen beim Stillen oder eben bei der Flaschennahrung. Wichtig ist für uns, dass die Frauen so wenig Besuche wie möglich haben, damit sie sich gut erholen können und damit sie einfach ihre Zeit mit dem Kind genießen können. Zudem steht ein 10-köpfiges Team an Stillberaterinnen täglich von frühmorgens bis abends den jungen Müttern zur Seite. Wir begleiten die Mütter, die Familien in die ersten Tage nach der Geburt bezüglich dem Stillen. Natürlich aber auch in andere Ernährungsformen, sei es jetzt, wenn sie die Mütter entscheiden, dass die Flasche geben. Wir haben auch das Angebot, dass wir 2 Mal in der Woche die Stillambulanz da haben. Wenn sie jetzt dort nachbetreuend keine Hebamme haben oder irgendwie in der Stillzeit oder Beikostbeginn Fragen haben, können sie die Mütter einen Termin ausmachen und können zu uns in die Stillambulanz kommen. Dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried ist es einfach eine Herzensangelegenheit, dass sich junge Familien gut aufgehoben fühlen. Die möchten einfach gut begleiten, dass es ihnen gut geht, also dass sie einfach ganz sicher heimgehen, dass sie wissen, dass wieder kommen können, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, also einfach alles, wenn was nicht passt. Also dass sie einfach wirklich gut begleitet sind und dass sie sich wohlfühlen. Und dass sie mit einem guten Gefühl von uns heimgehen, das ist uns einfach wichtig.